sitze jetzt hier in der ersten Station in der Kölner Seilbahn. Die erste Station für meine außergewöhnlichen Orte und Plätze von Köln, wo ich das Buch Herzenswunsch, ein Jugendroman, lesen werde. In der Hoffnung, dass es euch gefällt. Es soll Kindern helfen, an sich zu glauben, dass man etwas schaffen, ändern oder verbessern kann. In dem Buch geht es um Maria. Sie hat die Glasknochenkrankheit, deren Beschreibung du im Vorwort vom Privatdozent Dr. Semmler lesen könntest, wenn du das Buch hast. Sie denkt an ihre frühere Kindheit zurück. Sie hat als Kind sehr schlecht laufen gelernt, denn ab und zu brach sie sich immer etwas, wenn sie stürzte. Ihre Gedanken sind traurig. Irgendwie bin ich krank. Ich kann nicht so unbeschwert spielen und laufen, wie ich möchte. Als Maria vor dem Mann stehen bleibt, schaut dieser interessiert auf ihr Bein. Das ist eine schwere Krankheit, die du da hast, sagt er plötzlich. Entsetzt schaut Maria den Mann an. Woher wollen Sie wissen, was ich für eine Krankheit habe? Der Mann schaut Maria tief in die Augen. Jede Krankheit ist schlimm, egal welche es ist. Maria ist überrascht. Von der Seite hat sie das noch gar nicht betrachtet. Der Mann hat ja recht, jede Krankheit ist unangenehm. Am Morgen wird Maria wach und erinnert sich, dass sie am Vormittag beim Arzt sein muss. Es steht eine Untersuchung an. Der Bruch am Bein wird kontrolliert. Maria will nun unbedingt wissen, wie es mit ihrer Krankheit weitergeht. Maria und ihre Mutter sitzen gespannt im Wartezimmer. Es weiß keiner, warum ein Baby mit dieser Erkrankung geboren wird und ein anderes nicht. Sicher ist, dass das Auftreten der Erkrankung nicht die Schuld der Eltern ist. Sie ist genetisch bedingt. Endlich Ferien. Maria ist in ihrem Zimmer und packt ihre Sachen. Heute Mittag soll es in den Schwarzwald gehen, zu ihrer Tante und zu Karin, ihrer Cousine. Zusammen mit ihrer Mutter steht sie auf dem Bahnsteig. Pünktlich fährt der Zug ein. Ich nenne dir jetzt mal meine 5 Wünsche. Ich möchte einen netten Freund haben. Ich wünsche mir sehnsüchtig ein eigenes Pferd. Ich will unbedingt auf die höhere Handelsschule. Auf jeden Fall möchte ich gesund bleiben. Und ich möchte natürlich glücklich und zufrieden sein. Ich bin gleich dran, halte mir die Daumen. Als Marias Gruppe aufgerufen wird, hat sie ein ungutes Gefühl im Bauch. Sie weiß nicht warum, aber es ist da. Ist es der zweite Platz von Karin, der ihr durch den Kopf geht? Maria versucht, sich zu konzentrieren. Neben der Schwimmfläche ragt ein Steg ins Wasser. Was haben die Menschen nur? Sogar meine Mutter sagt, ich soll nur an mich denken. Können Sie denn nicht verstehen, dass mir meine innere Stimme sagt, was richtig oder falsch ist? Ich werde immer auf meine innere Stimme hören. Dann geht es mir gut. Maria ist nicht davon beeindruckt. Sie erzählt, dass sie wegen ihrer Glasknochenkrankheit lange nicht in der Schule war und stattdessen Hausunterricht hatte. Dann erläutert Herr Oberzieher, was die Glasknochenkrankheit ist. Er bittet die Klasse, Rücksicht auf Maria zu nehmen. Wie, ihr quatscht über mich? Dabei stößt er Maria an, die sich nicht halten kann und auf den Boden stürzt. Sie verspürt einen Schmerz im Bein. Sie will aufstehen, kann es aber nicht. Als Heiner sich zu ihr herunterbückt, um ihr zu helfen, erhält auch er einen Stoß. Er fällt über Maria, die sich zum Glück schon seitlich abgerollt hat. Es ist Herbst. An einem dieser Herbsttage geht Maria von der Schule nach Hause und öffnet den Briefkasten, der neben der Haustüre hängt. Darin liegt ein Brief, der an Maria gerichtet ist. Sie öffnet ihn und liest. Marias Augen werden größer. Erst lächelt sie, dann fängt sie vor Freude an zu jubeln. Ein Ehepaar, das gerade am Haus vorbeigeht, schaut zu ihr hinüber. Maria hebt den Arm mit dem Brief und ruft, endlich bekomme ich eine Chance. Die Trainerin ruft Maria zu sich und fragt nach ihrer Ausdauer. Ich bin nicht müde geworden, antwortet Maria. Ich würde jetzt gerne Rücken spielen, wenn ich darf. Dr. Randolph schaut Maria an und lächelt. Ich habe gleich erkannt, dass du eine Kämpferin bist. Aber hier solltest du mit deinem Körper und deiner Kraft haushalten. Wenn du es schaffst, hier im Leistungszentrum dein Können zu zeigen, brauchst du zuerst Geduld. Deine Kraft muss langsam aufgebaut werden. Ja, ich habe dich jetzt lange Zeit beobachtet.
Du hast dich seit der Vorstellung hier bei uns stetig verbessert. Dr. Randolph und ich sind sehr zufrieden mit dir. Du hast dich an seine Anordnungen gehalten. Du bist sorgsam mit dir umgegangen. Deine Leistungen, besonders im Rückenschwimmen, hat sich enorm verbessert. Du kannst damit rechnen, dass du beim nächsten Landeswettkampf in 3 Wochen auf der Kurzbahn im Rückenschwimmen dabei bist. Beeinträchtigung haben. Es ist kein Problem, mit meiner Krankheit beim Behindertensportverband zu schwimmen. Hauptsache, ich kann schwimmen. Ich freue mich so. Und ich habe gewonnen. Hurra!